Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man ein Knopfloch strickt. Also hier in der Schlammbohrtasche habe ich ein Knopfloch drin. In dem Kosmetiktäschchen, Krimkramtäschchen ist ein Knopfloch drin. Und in dem Täschchen ist auch ein Knopfloch drin. Ich finde das immer ganz wichtig. Und Knopflöcher kann man natürlich auch dann regelmäßig setzen und ein Band durchziehen und als Raffung daneben. Knopflöcher sind ganz einfach, das zeige ich euch, wie es geht. Ich habe hier mein Probestück und stricke erstmal so 4, 5, 6 Maschen. 5, 6. Jetzt stricken wir das Knopfloch. Das geht so ähnlich wie beim Abnehmen. Die Masche, bevor wir die letzte gestrickt haben, diese ziehen wir hier durch. Nach vorne dann halt. Wir stricken wieder eine Masche, heben es ab. Und ziehen die hintere über die vordere. So, dann machen wir das gleiche nochmal. Ich nehme so 3 Maschen für ein Knopfloch. Wir stricken eine, heben sie ab und die hintere wird über die vordere gezogen. Dann stricken wir die Reihe fertig. Wir heben die letzte Masche ab, drehen es herum, stricken hinten, weil unser Muster das so vorgibt, die linke Reihe. So, nun sind wir gleich an unserem Knopfloch. Wir stricken die letzte vor den Knopfloch und nehmen jetzt wieder die 3 Maschen zu. Das geht ganz einfach. Eine Schlaufe rundherum legen. Ich mache es nochmal langsam. Eine Schlaufe rundherum. Eine Schlaufe um die Nadel. Nochmal. Ich hoffe, ich mache es langsam genug. Und festziehen. Dann stricken wir hier die linke weiter, legen den Faden nach vorne, heben ab und fangen auf der anderen Seite wieder rechts an. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen unsere neuen Gefangenenmaschen. Die striche ich vorsichtig. 1, heb's ab. Wieder in rechts. 1, heb's ab. 1, heb's ab. Die nächste. Und stricke meine rechte Reihe fertig. Und schon ist das Knopfloch fertig. Man kann es so lassen. Das wird sehr schön bei der Filzwolle. Aber wenn man es noch anders haben möchte, kann man es noch mit einer Nadel und einem bunten Faden dann umstechen. Das ist jedem selber vorgegeben, wie er es möchte. Und wenn man einen Faden einführen möchte oder ein Band, ein Satinband, ein geflochtenes Band, ein Lederband, und möchte es als Raffung nehmen in der Taille oder für einen Turnbeutel, dann setzt man regelmäßig Knopflöcher rundherum in unserem Stück. Man teilt die Maschen auf, setzt die Knopflöcher, das sind dann die Zugbandlöcher und kann dann es zusammenziehen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie es geht. Und Dankeschön.